ja, na ja, na ja, dachte sich ein deutscher Staatsbürger, der in den vergangenen Monaten in einigen Restaurants im noblen Skiort Lech einen grossen Schaden angerichtet hat, um genau 17.213 Euro. Exekutive geht sogar davon aus, dass sich die Schadenshöhe noch weiter erhöhen könnte, da der Verdacht besteht, dass nicht alle Verletzten gemeldet wurden. Der 27-jährige Deutsche hielt sich laut Polizei wegen eines Jobs in der Arlberg-Gemeinde auf.